Mein Name ist Manfred Brecht, bin 63 Jahre alt und bin Sachverständiger für Immobilien und für Grundstücke. Was hat heute hier stattgefunden? Heute war eine Informationsveranstaltung der Genossenschaft, um den Bürgern und den Interessenten das Projekt von der Geschäftsidee und von den Risiken zu informieren. Man kann in ein Objekt investieren. Was für ein Objekt? Es ist ein Gasthaus zum Löwen in Rheinsheim, ein Ortsmittelpunkt. Und dort soll eigentlich, sag jetzt mal, eine Begegnungsstätte geschaffen werden, die betriebswirtschaftlich genutzt wird und zu sozialen Zwecken dient. Einmal wird ein Dorfladen errichtet, um die Grundnahrung und auch, sag mal, die Bedürfnisse, was Lebensmittel ist und Getränke ist, zu befriedigen. Dann haben wir Begegnungsstätte, das heißt die Gaststätte, die soll als Landgaststätte geführt werden. Sie dient dann als Begegnungsstätte und als Rastpunkt für Fahrradfahrer, die durch Rheinsheim fahren und ihre Tour hier durchführen. Oben dann zwei Stockwerke, wäre Fremdezimmer gemacht, begründet durch den gewerblichen Aufschwung in Vilsburg und den Rückbau des Kernkraftwerkes. Es wird der Konverterneubau stattfinden, das heißt, es ist ein Riesenbedarf da, fremde Zimmer für Monteure, für Geschäftsleute und für Reisende hier zur Verfügung zu stellen. Rheinsheim und Hudenheim selbst hat bisher keine und wir werden hier, sag ich mal, ca. 15 Fremdenzimmer schaffen, die eigentlich eine Größenordnung zwischen 40% und 50% Auslastung planerisch berücksichtigt sind. Ja. Jetzt hat der Bürger, der Zuschauer, die Möglichkeit, auch etwas zu investieren. In was für einer Höhe? Der Bürger hat die Möglichkeit, mit einem Anteil in der Höhe von 250 Euro sich zu beteiligen an der Genossenschaft. Das Besondere an dem Anteil ist, es besteht keine Nachschusspflicht. Das heißt, jeder haftet lediglich mit der Einlage. Und sie sind begrenzt auf 100 Anteile, das heißt maximal 25.000 Euro können Anteile gekauft werden. Was hat er davon, wenn er jetzt 250 Euro investiert? Der Bürger trägt dazu bei, dass in Rheinsheim ein Kulturgut erhalten wird, eine Begegnungsstätte geschaffen wird und er selbst mit dazu beiträgt, durch seinen Anteil zu entscheiden, was damit passiert. Er kann eigentlich, sag ich jetzt mal, gegenüber von anderen an der Ertragsweise profitieren, indem nach der Ertragsseite auch Dividende, sag mal, zu erwarten sind. Was für Dividende oder wie hoch, wissen Sie das schon? Die werden der ersten ein bis zwei Jahre relativ nieder sein. Wir gehen davon aus, dass es, sagen wir, zwischen 2% und 3% der Rendite zu erwarten ist. Dann, wenn alles betriebswirtschaftlich so läuft, wie wir es eigentlich geplant haben. Also jetzt auf Deutsch, Augenhöhe der Bürger. Er bekommt zu seinen 250 Euro 3% dazu, zum Beispiel. Zum Beispiel kann er bis zu 3% dazu bekommen. Das heißt, wir haben das Prinzip, die meisten Bürger tragen ihr Geld zur Bank. Die Bank verleiht uns für 2% und versucht auch noch die Tilgung zurückzukriegen. Und hier haben wir die Möglichkeit, nicht zu der Bank zu Nullzinsen, sondern direkt zu uns zu bringen und eine 2%ige Verzinsung sich zu sichern und eine Dividende bis zu 3% zu erhalten. So, jetzt haben wir dem Zuschauer Freude gemacht, dass er vielleicht das nutzen möchte, das Angebot, die Möglichkeit. Jetzt die andere Seite, was passiert, wenn das ganze Vorhaben scheitert? Wir haben drei Szenarien, die wir, sagen wir, vorbereitet sind, dahingehend, dass die Fördermittel und die Einlage nicht sagen wir, in der Höhe gebracht werden. Das heißt, wir werden das Grundstück zunächst ankaufen, werde die Voraussetzungen nicht geschaffen, dass die Bauphase beginnen kann, wird wieder ein Verkauf des Gebäudes stattfinden und die Genossenschaft wird wieder aufgelöst. Das heißt, zu dem Zeitpunkt entsteht geringer Schaden, weil der Sachwert vorhanden ist. Das Schlimmere ist dann, wenn die Bauphase explodiert, das heißt, dahingehend Kosten entstehen, die wir nicht geplant haben. Da können, sag ich jetzt mal, etwas riesige beinhaltet sein. Da ist vorgesehen, je Bauphase entsprechend notfalls auch zu verkaufen. Das heißt, wir kriegen dann zu dem Zeitpunkt des Verkaufs einen Verkaufserlös und der steht dann im Endeffekt zu der Einlage wieder zur Verfügung. Im schlimmsten Fall, der allerschlimmste Fall, wo wir haben, ist, dass die Einlage weg ist. Das ist der schlimmste Fall, den uns passieren kann.
Das heißt, und eine Nachschusspflicht nicht. Das heißt, jeder haftet für die 250 Euro. Der, wo einen Anteil für 250 Euro kauft, der kann ihn im schlimmsten Fall verlieren. Das ist das größte Risiko, das der Bürger trägt. Könnte aber theoretisch nicht sein, weil das ganze Gebäude ja etwas wert ist und das Grundstück auch, richtig? Das heißt, wir schätzen einen 60-70%igen Verkauferlös vom Wertes. Damit sind eigentlich 60-70% gesichert. Wir gehen im schlimmsten Fall von 20-30% der Einlage aus, die weg sind. Ja, und bei 250 Euro sprechen wir vielleicht von 50 Euro oder von 60 Euro, die weg sind. Also dann sehen Sie mir jetzt mal positiv, weil das Ganze ist jetzt frisch geboren, das Kind. Wir starten jetzt durch und mobilisieren alle miteinander und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist ja viel Vorhaben da und negativ brauchen wir nicht schauen, sonst brauchen wir auch gar nicht mehr aus der Haustür gehen, weil der nächste Bus könnte uns auch umfahren, oder? Genau so ist das. Das Risiko beginnt morgens aus der Haustür. Das heißt, ich habe das Lebensrisiko, wo jeder hat, und das Unternehmensrisiko gehört einfach mit dazu, um überhaupt die Entwicklung voranzutreiben. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Genau so ist es, ja. Und die Jasmina hat es ja ganz gut gesagt gehabt, wer nicht kämpft, hat schon verloren, ja, und deswegen müssen wir einfach was tun für die Gemeinde Rheinsheim, für die Bevölkerung und im Endeffekt auch für die Gesellschaft. Von Nachbarnorten, von Geschäftsleuten und vor allen Dingen Firmen, die hier ansiedeln, haben die Möglichkeit, die Mitarbeiter hier einen schönen Fleck zu finden in unserem Bebauungsgebiet. Und damit kriegen wir wieder richtige Rheinsheimer in den Ort. Genau. Alles klar. So, und jetzt, wo kann sich jetzt der Interessent melden? Der kann sich bei uns melden. Wir haben eine Ansprechpartnerin, und zwar unser Vorstand, die Jasmine Kirschner. Und die Daten kriegt man ganz leicht aus dem Internetportal raus mit dem www.rheinsheimbürgerhaus.de. Das sind die Geschäftsunterlagen hinterlegt, da ist die Satzung hinterlegt, da ist die Kontaktadresse und ganz tolle Bilder. Vielen Dank für das Gespräch, auf das sich ja viele Zuschauer melden. Bitteschön. Ja, wir sind heute in Rheinsheim, hier bei der ersten richtig großen Informationsveranstaltung zum Bürgerhaus, zur Genossenschaft. Und seit heute haben wir die Bestätigung des Genossenschaftsverbands, dass wir die Genossenschaft gründen dürfen. Es sind so ungefähr 100, 150 Leute hier, die mit Sicherheit Interesse haben an der Genossenschaft. Und als Bürgermeister der Stadt Philippsburg ist man natürlich außerordentlich stolz darauf, dass aus der Bürgerschaft, für die Bürgerschaft, ein Haus städtebaulich saniert werden soll und ein Tante-Emma-Laden neu entsteht, um die Nahversorgung vor Ort sicherzustellen und quersubventioniert soll der ganze Laden und die ganze Räumlichkeiten werden durch entsprechend Gästebetten. Ob das so funktioniert, wird sich dann zeigen. Ich weiß definitiv, dass im ganzen Raum Bruchsal, IHK, hat es, oder die Industrie- und Handelskammer hat das entsprechend recherchiert, 1000 Gästebette fehlen. Und ich gehe davon aus, dass wir die 20 auch mit einer guten Auslastung, 45% sind kalkuliert, auch entsprechend belegen können. Und das Ganze auch in Rheinsheim. Genossenschaft heißt ja eigentlich gemeinsam und da sind die Bürger gefragt und ich brauche eigentlich gar niemanden, der mir 100.000 Euro für das Projekt gibt, sondern ich brauche viele kleine Einzelne, die das ganze Projekt tragen und somit sind die auch bemüht, dass das Ganze auch richtig läuft und Gewerbe, ja, das ist okay, aber letztendlich ist die Vielfalt ist das Wichtige. Viele, viele Bürger, wir haben auch mittlerweile auswärtige Bürger sogar, die sagen, oh ja, da mache ich mit, das ist ein ganz tolles Projekt, was sie da vorhaben. Ich habe diese Woche einen Anruf gehabt aus Neudorf von einem Interessenten, der auch mitmachen will. Dieser gemeinschaftliche Sinn, das fehlt mittlerweile immer mehr in der Gesellschaft. Und das möchte ich hier einfach wieder neu bringen und einfach bestärken, das Wir-Gefühl. Also wenn jemand etwas ansparen möchte, kann er es bei Ihnen investieren und bekommt mehr als auf der Bank. Ganz genau, sehe Sie einfach unser Projekt, das Löwenhaus, das Bürgerhaus Löwen, als Ihre Sparbüchse für die Zukunft. Hier können Sie Ihr Geld anlegen. Wir haben sehr konservativ kalkuliert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Laden mehr abspringt und abschmeißt und dass auch die Fremdenzimmer gehen werden. Und je besser das läuft, umso früher gibt es Dividende von uns. 2%, das ist eine Sache.